Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier in unserem Wildlife Park. Und es ist jetzt eine Weile her, dass ich gespielt habe. Das lag daran, dass ich erkältet war, beziehungsweise immer noch etwas bin. Aber es geht mittlerweile wieder und jetzt kann ich wieder ein paar Aufnahmen machen. Jetzt geht das Projekt wie gewohnt weiter. Ich versuche wieder jeden zweiten Tag auf meinem Kanal ein Video zu veröffentlichen. Wenn ich es mal nicht schaffe, seid mir bitte nicht böse. Aber ich freue mich schon, jetzt hier weiterzuspielen. Ich möchte mal eben schauen, wie es denn unseren neuen Dinosauriern geht. Ja, die halten sich alle hier oben auf. Wir haben ja beim letzten Mal echt viele neue Dinosaurier in unseren Park freigelassen. Unter anderem diese beiden Alos hier. Und ich glaube, 11 Stück waren es. 11 Gallimimus. Die werden auf jeden Fall am Ende dieser Folge auch noch alle Namen bekommen. Also das habe ich nicht vergessen. Oh, guck mal, wie sie hier in der Gruppe am Trinken sind. Das ist schon echt ein schönes Bild, ne? So habe ich mir es dann später auch vorgestellt, ne? Dass die einfach dann so in der Herde gemeinsam ein wenig durch die Gegend wandern, gemeinsam trinken und so weiter und so fort. Ist schon echt sehr, sehr schön. Und ja, wir machen jetzt heute weiter und ich würde sagen, oh, mit was machen wir denn weiter? Oh Leute, guck mal, wie schön das aussieht. So viele wilde Dinosaurier hier. Ist echt ein schönes Bild. Ich war gerade am Überlegen, was wir als nächstes machen, aber das können wir jetzt auch uns gemeinsam überlegen. Vielleicht sollten wir uns erstmal... Scheuchen die die jetzt? Die Gallis, der hier ist ganz schön mutig. Oh oh. Aber jetzt wird er auch angeschrien und rennt davon. Eieieiei. Ah, das ist schon cool, ne? Wenn die so wildlebend sind. Gefällt mir sehr gut. Wir können uns ja mal einen kleinen Überblick hier über unseren Park verschaffen. Hier haben wir ja so einen kleinen Eingangsbereich. Dann haben wir hinten die Triceratops. Die haben sich auch hier nicht wegbewegt. Also, das scheint echt gut zu funktionieren hier. Die bleiben hier schön in dem Bereich. Haben hier ja auch Trinken und Essen. Auch wenn sie sich frei bewegen könnten. Also ihr seht ja, hier ist kein Zaun oder sowas. Die könnten hier überall hinlaufen, machen sie aber nicht. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Ich stehen geblieben. Genau, wir haben hier einen kleinen Eingangsbereich. Hier haben wir so einen kleinen Besucherbereich. Und hier ist ja unser vorläufiger Industriebereich. Vielleicht können wir in dieser Folge mal unseren Industriebereich vernünftig bauen. Wir müssen uns nur gut überlegen, wo wir den denn hin positionieren. So Leute, ich habe mir überlegt, ich werde den Industriebereich hier lassen, aber ich werde den so ein bisschen, ja, hier so machen, da wo ich mit der Maus lang gehe, dass wir hier hinten in dem Bereich auch noch irgendwie was bauen können, was für die Dinosaurier ist, weil ich will jetzt hier nicht zu nah rangehen, weil das wäre ein bisschen doof, aber ich würde sagen, wir reißen jetzt erstmal hier einmal alles ab, müssen wir eh gleich alles neu bauen und dann schauen wir mal, wie wir das hier handhaben. Wir müssen dann gleich auch gucken, wie wir das mit der Einschienenbahnstrecke machen. Also so schlecht ist die gar nicht positioniert, muss ich sagen. Wir könnten das hier auch auf so einem kleinen... Na, macht das Sinn? Nee. Wir machen das nicht auf dem Berg. Ich würde sagen, wir glätten hier erstmal so ein ganz bisschen. Und dann fangen wir an. So, den Bereich habe ich soweit so ein bisschen vorbereitet. Ihr seht noch, hier sind... Das sind keine Ziegen oder sowas. Auch wenn die von der Distanz so ein bisschen so aussehen. Das sind Gäste. Naja, ich würde es eher Mitarbeiter nennen. Sehen zumindest alle so ein bisschen so aus wie solche Wissenschaftler. Und die sind ganz schön in Panik natürlich. Aber das werden wir gleich ändern, weil wir werden jetzt hier bald einen Zaun ziehen. Aber wir sollten erstmal gucken, was wir jetzt genau alles hier positionieren möchten und müssen. Und ihr seht schon, wir brauchen auf jeden Fall zwei von diesen ja, Entwicklungslaboren. Aber die sind sehr, sehr groß. Das heißt... vom Platz her wird da ganz schön viel verloren gehen. Ich würde fast sagen, dass wir das eine irgendwie... Das ist echt schwer. Ich würde fast sagen, dass wir einfach erstmal die Sachen so ein bisschen platzieren, wie wir uns das denken. Und dann gucken wir mal, ob das denn so hinkommt und funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Oder ob das scheiße ist. Also, so. Ihr seht schon, ich habe jetzt nur die zwei... Ja, Ausbrütlabore sozusagen gebaut. Und die nehmen schon so enorm viel Platz weg. Das ist wirklich heftig. Muss mal schauen. Der Einrastpunkt ist hier. Und hier. Okay, das ist gut zu wissen. Warum ich das mache, ist, weil ich überlege, hier noch so einen Turm zwischen zu machen. Weil dann kann man sozusagen ja, die Freilassung der Dinosaurier und sowas so ein bisschen beobachten. Finde ich, glaube ich, eine ganz coole Idee. Wir platzieren das mal. Wie platziere ich das denn am besten? Ich könnte es eigentlich so machen. Na, wir machen mal so. Und dann verbinde ich das mal eben. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich muss mal eben hier
nochmal entfernen. Denke ich mal. Also richtig gerade habe ich das hier nicht hinbekommen, habe ich das Gefühl. Nee, nicht wirklich, aber soll uns jetzt erstmal nicht stören. Also ihr seht schon die Idee dahinter. Also hier werden dann die Dinosaurier sozusagen ausgebrütet und freigelassen. Und in der Mitte können dann die Besucher sich das Ganze anschauen. So ist, denke ich mal, eine ganz coole Idee. Wir müssen natürlich gucken, dass wir hier hinter noch so ein bisschen Platz haben für, ja, so ein paar Besucherattraktionen, Restaurants und sowas. Und natürlich, was noch sehr, sehr wichtig ist, die Einschienenbahnstation muss ja auch noch irgendwie untergebracht werden. Die könnten wir ja eventuell... Ich mach die mal hier hin. Genau, dann haben wir hier die Einschienenbahn, hier die zwei Entwicklungslabore. Dann können wir hier noch ein paar Restaurants machen und hier vielleicht so eine kleine... Ja, so einen kleinen Platz oder sowas machen. Was könnten wir denn nochmal hier in die Ecke machen? Vielleicht können wir hier in die Ecke auch nochmal so einen Turm machen. Ja, das wäre sicherlich machbar, wenn ich hier das Land nochmal so ein bisschen erhöhe, dass ich hier nochmal den Platz nutze, hier auch nochmal einen Turm hinmache, weil der Zaun soll dann letztendlich hier am Rand andocken. Dann haben wir hier einen Turm, hier so ein paar Fressbuden und sowas. Und hier auf die Seite muss auch noch ganz dringend eine Sache hin, und zwar eine Gyrosphärenstation. Wir wollen natürlich hier auch wieder eine schöne Gyrosphärenfahrt abgehen lassen. Und dann würde ich fast sagen, dass unser Bereich dann schon so gut wie fertig ist. Ich würde sagen, ich mache mal eben das hier, dass das hier alles so ein bisschen gerade ist. Hier platziere ich noch den Turm hin und dann bringe ich euch zurück. So, ich bringe euch mal nochmal zurück. So ist momentan der Zwischenstand. Der Turm ist jetzt gerade hier drin. Also die Mauer geht einfach schön gerade. Dann habe ich hier so eine kleine Kurve. Hier kommt dann die Gyrostation hin. Der Zaun, der endet dann hier am Rand. Da geht es dann so ein Stückchen runter. Ihr seht, hier ist das Parkende. Und was mir noch eingefallen ist, was uns auf jeden Fall noch fehlen wird, was hier irgendwie noch hin muss, ist ACU-Zentrum. Und wie wir das hier noch unterbringen, das weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, hier das noch rein zu platzieren, macht nicht viel Sinn. Vielleicht könnten wir das auch nochmal in einem kleinen Extra-Bereich machen, so ein bisschen außerhalb. Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht können wir hier mit so einem Weg am Rand entlang bauen oder sowas. Das wäre eigentlich ganz cool. Aber irgendwie halten sich hier gerade die Gallimimusse alle auf. Naja, wir machen jetzt erstmal, würde ich fast sagen, hier dicht. Aber geht auch gerade nicht, weil hier ein Alo ist. Dann würde ich fast sagen, dass wir hier einmal das Land, einmal so ein bisschen das Wasser entfernen. Und dann schauen wir mal, dass wir hier hinten das Ding noch unterkriegen. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Ich weiß gar nicht, warum die sich da alle aufhalten. Aber die sollten jetzt eigentlich gleich verschwinden da. Weil ihr seht schon, der Allosaurus, der ist auf jeden Fall schon mal interessiert am Schauen. Bei den ganzen Gallis. Aber ist ja auch kein Wunder, ne? So viel Futter auf einem Haufen sieht man auch selten. Aber so richtig ängstlich sind die Gallis irgendwie nicht. Also die scheinen auf jeden Fall nicht unbedingt wegzurennen. So... Sehr schön. Und vielleicht kriegen wir das ganze Ding dann da hinten untergebracht. Ich weiß nicht, ob das gut aussehen wird. Nimmt natürlich auch wieder noch mehr Platz weg, wenn ich das so mache. Was wahrscheinlich nicht so mega smart ist. Aber das bringt vielleicht ein bisschen Abwechslung hier rein. So, wenn ich das jetzt rein theoretisch hier hin mache und dann den Weg hier am Rand entlang führe, das könnte ganz cool sein. Bin ich mir aber nicht sicher. Es ist echt ein Problem gerade, dass die Dinos alle hier in diesem Bereich aufhalten. Ich kann jetzt hier, glaube ich, gar nicht vernünftig bauen. Wir machen mal eben hier diese Dinger ein bisschen weiter weg, dass sich die Dinos mehr in die Mitte des Parks verteilen. Das wäre auf jeden Fall schon mal schön. So, machen wir die doch mal hier hin. Ich hoffe, die verhungern jetzt nicht, aber das sollten die eigentlich hinkriegen. Guck mal, ein Gallimimus hat sich sogar schon wieder einfangen lassen. Und irgendwie kommen hier immer mehr. Das ist echt problematisch beim Bauen. Ich würde den ganz gerne hier so hinmachen. Aber ihr seht ja, zu nah an einem Dinosaurier. Na komm schon, Dinos, verschwindet. Dann würde ich sagen, ziehen wir erstmal den Weg hier. Der würde dann ja... Welche Wegfarbe habe ich genommen? Die hier, ne? So, der würde dann hier so
am Rand entlang laufen. So, ungefähr. Die Wegfläche habe ich soweit fertig und die Dinosaurier haben sich jetzt auch ein wenig verzogen. Ihr seht, die richtige Platzierung der Futterspender bringt die Dinosaurier wirklich gut dazu, sich zu verteilen hier. Die Gallimimusse sind jetzt alle hier glücklich um diesen großen See. Ist ganz schön eigentlich anzuschauen. Und jetzt können wir auch endlich hier vernünftig arbeiten, ohne dass die hier uns im Weg umdüdeln. Ich würde was sagen, dass wir jetzt erstmal den Zaun so hier hinführen. Ja, das ist relativ gut geschwungen. Da kommt natürlich jetzt auch der Aussichtsturm rein. Müssen wir mal gucken, dass wir es einigermaßen mittig haben. Und dann werden wir auch hier wieder mit, denke ich mal, relativ viel Wegfläche arbeiten. Genauso wie hier. Also ich denke mal, dieses ganze Gebiet hier wird sehr, sehr viel asphaltiert werden. Ja, wir gucken jetzt erstmal, was wir hier noch unterbringen. Am besten wäre ja auf jeden Fall noch wieder, ja, vielleicht mal so eine kleine Fossilienzone. Könnten wir hier machen. Dann können wir mal den Weg hier so ein bisschen verlängern. Und dann gucken wir mal, dass wir die noch hier unterbekommen. Ich hoffe, das passt so, platztechnisch. Das passt sogar wirklich. Wenn wir die hier hin machen, dann geht das. Also nicht schlecht. Dann ist die Frage, was können wir denn noch hin machen? Souvenirladen haben wir, glaube ich, schon, ne? Ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht mehr, was wir schon gebaut hatten. Also ein Fossilengebiet hatten wir auch schon. Die Bar, Restaurant, Kleiderladen. Was haben wir hier hinten? Ein Fastfood-Restaurant, eine Spielhalle und ein Schutzraum. Okay, wir haben eigentlich schon relativ viel abgedeckt. Also wir können eigentlich fast bauen, was wir wollen. Wir bauen mal vielleicht einen Spielwarenladen. So. Meint ihr, wir kriegen hier noch einen Laden hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass hier... Das würde halt wirklich passen, wenn wir hier noch einen kleinen Laden hinpacken. Wie wär's denn? Wir ziehen erstmal den Weg weiter. Weil die Wege zuerst zu ziehen, ist meistens immer am klügsten. Weil das sonst manchmal nicht vernünftig mehr klappt. Ein Restaurant kriegen wir leider hier nicht hin. Das ist zu groß. Vielleicht ein Fastfood-Restaurant. Ja, das Fastfood-Restaurant würde sogar gehen. Schade, dass man die Läden von der Farbe und so nicht so ein bisschen anpassen kann. Aber das soll uns gar nicht weiter stören. Sehr gut, dann können wir hier so eine Fläche machen. Vielleicht können wir auch hier in der Mitte wieder so ein, ja, so ein kleines Wasserbecken machen. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt erstmal den Weg... Hier können wir dann gleich auch noch eine vernünftige Verbindung machen. Und hier natürlich auch hin. Wir müssen mal schauen, was wir jetzt hier in diesem Bereich machen. Ob wir das jetzt einfach stumpf ausfüllen oder ob wir da noch irgendwie was hinmachen. Eine sehr gute Frage. Wasser könnte man natürlich auch da reinmachen. Aber wenn wir jetzt das Wasser so da reinmachen würden, das würde wahrscheinlich nicht gut aussehen. Das geht auch gar nicht gut. Guck mal, ich kann hier hinten schon zum Beispiel gar nichts mehr an Wasser machen. Ich habe jetzt hier die Fläche ausgefüllt, weil mir ist jetzt nichts anderes eingefallen, was ich ja da hätte hinmachen können, was ein bisschen schade ist. Vielleicht können wir hier noch so ein bisschen, weil hier ist ja der Eingang so an der Seite, vielleicht können wir hier noch so ein bisschen die Fläche erweitern. Das wäre eigentlich ganz cool. Mal eben schauen. Und so machen. Das ist gar nicht so einfach, hier entlang zu bauen. Ja, wir gehen mal so bis hier, damit das so aussieht, als wenn das wirklich wegen dem Eingangsbereich ist. Wir könnten rein theoretisch so machen. Ich weiß nicht, ob mir das vorher besser gefallen hat. Gute Frage. Ich meine, jetzt vom Eingang her macht es mehr Sinn, ne? Dann kann man so da reingehen. Frage ist, kann man hier dann noch Bäume hin platzieren? Na, nicht viel. Nicht viel. Hier kriegen wir noch den einen oder anderen Baum hin. Das ist gut. Auch hier werden wir gleich auch noch ganz viel asphaltieren. Aber es ist an sich auch gar nicht schlimm, wenn dann die Menschenbereiche auch so sich so ein bisschen mehr abheben von den ganzen Waldgebieten und so. Weil wir werden ja eh allgemein sehr viel Wald in unserem Park bauen. Also das passt, denke ich mal. Hier werden wir dann auch wieder mit einer Fläche arbeiten. Jetzt ist die Frage, machen wir das einfach nur so und dann so viereckig zurück? Oder gehen wir noch bis hier vorne vor?
Das ist eine sehr gute Frage. So. Ja, kann man machen, denke ich. Und hier müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Und da können wir... Vielleicht können wir ja hier bis hier vorne gehen. Und das dann... Ein bisschen mit dem Zaun geschwungen. So machen. Dann natürlich hier auch wieder so am Rand entlang. So. Aber das passt natürlich hier wieder nicht. So, meine Freunde, ich habe jetzt hier die Fläche fertig. Ich habe das alles so ein bisschen anders geregelt. Und ihr seht jetzt schon, der Bereich ist jetzt sehr, sehr groß und asphaltiert. Also sehr viel Fläche asphaltiert. Aber das soll uns ja gar nicht weiter stören. Ich denke mal, wenn hier die ein oder anderen Menschen sich dann hier rumtümmeln, sollte das auch relativ belebt aussehen. Jetzt müssen wir noch den Zaun hier entlang führen. Das können wir mal eben schnell machen. Sollte jetzt nicht so das Problem darstellen. Können wir hier mit einer schönen Schwingung entlang. So. Dann hier das Ganze auch nochmal. Perfekt. Und hier vorne können wir sogar überlegen. Weil hier führt ja so dieser Weg ab. Das ist eigentlich ganz cool. Vielleicht können wir hier ja so ein Tor einbauen. Wir können aber nicht ganz nah an den Weg rangehen. Das heißt, wir müssen das Tor... Ich habe das jetzt so geregelt. So sollte es eigentlich passen. Ist relativ... Ja, geht relativ straight auf das Tor zu. Und dann müssen wir hier nochmal um das Gebäude auf jeden Fall herum mit dem Zaun. Gehen wir schön ran. Zack, zack. Und im Prinzip können wir dann auch einfach gerade durch, ne? Würde ich fast sagen. Wir machen mal eben... Wo sind denn hier so Einrastpunkte? Das ist denn wenigstens ein gerader Einrastpunkt? Ich glaube nicht. Wir machen mal eben lieber uns selber ein. Dann haben wir es wenigstens vernünftig. Und dann so nah, wie es geht, hier an den Rand. Und dann sollte dieses Gebiet sicher sein vor Dinosauriern. Also... Hier ist es am Rand, hier ist es am Rand. Alles ist eingezäunt. Und das sollte soweit funktionieren. Wir schauen mal eben, dass wir hier noch ein paar Bäumchen hinterkriegen. Ja, sogar den einen oder anderen Baum haben wir sogar bekommen. Also nicht schlecht. Und dann ist das Gebiet hier fast fertig. Ganz cool. Ist immer echt schade, dass man nur so spärlich bewalden kann. In so kleinen Gebieten. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir haben unseren nächsten Bereich fertig. Finde ich eigentlich ganz gut. Wir dürfen halt auch echt nicht zu sehr übertreiben mit diesen Bereichen. Ich versuche die immer so sehr am Rand zu lassen. Hier machen wir dann diesen großen See oder sowas hin. Vielleicht können wir den auch noch diese Folge anfangen, den See. Und dann müssen wir mal schauen. Vielleicht hier oben noch wieder eine kleine Besucherstation oder so. Bin ich mir noch nicht sicher. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt einmal kurz die Einschienenbahn hier verbinden. Man sieht es gerade sehr, sehr schlecht, weil es so nebelig ist. Mach mal erstmal so. Die genaue Einschienenbahnstrecke, die werde ich später eh nochmal bearbeiten. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nicht genauso bleiben wird. Das kommt auch sehr darauf an, wie wir dann später die ganze Landschaft und Natur hier gestalten werden. Aber das sollte hier jetzt eigentlich relativ gut funktionieren. Hier haben wir dann die nächste Gyrostation. Die wird, ich denke mal, diese Gyrostation, die wird eine sehr, sehr lange Fahrt werden. Einmal hier so schön um den See da hinten rum. Müssen wir überlegen, ob wir den See jetzt schon bald gestalten. Ob wir den in so einem kleinen Tal machen oder auf einem kleinen Berg, das könnte man ja auch in Erwägung ziehen. Wir sind auf jeden Fall schon sehr, sehr glücklich, die Dinosaurier. Aber wir haben den nächsten Bereich fertig, das ist super. Ich habe mir überlegt, wir machen jetzt hier erstmal ein paar Bäumchen weg. An sich finde ich das Wasser hier, was hier schon ist, gar nicht so verkehrt. Aber es ist alles noch ein bisschen zu dicht bewaldet. So, Bäume weg. Jede Menge. Das sieht auch eigentlich ganz cool schon aus hier. Vielleicht können wir hier noch den Berg ein bisschen größer machen. Ich werde jetzt erstmal fast alle Bäume entfernen, denke ich. Damit ich das, den Boden und die Landschaft so ein bisschen besser gestalten kann. Weil, wenn das von Bäumen verdeckt ist, kann ich das ja schlecht gut machen. So, dann sieht man das Ganze hier schon viel, viel besser. Und ich würde fast sagen, dass wir hier den Berg sogar
noch etwas mehr anheben, also noch höher machen. Finde ich eigentlich ganz cool, dass hier so ein Berg ist. Ist auch egal, ob das ein bisschen hügelig ist oder sonst was. Ist ja, wie gesagt, soll ja natürlich aussehen. Und die Natur, die ist ja auch immer sehr unterschiedlich geformt. So, natürlich müssen wir hier viel glätten. Aber das meiste davon wird man nachher gar nicht mehr sehen, weil ich hier auf dem Berg auf jeden Fall relativ viel bewalden werde. So. Ah, das gefällt mir schon ganz gut. Ja, so eine kleine Hügellandschaft vor dem großen See dann. Wallen wir das Ganze mal so ein bisschen. Versuch's halt wirklich so natürlich wie möglich aussehen zu lassen. Es ist gar nicht mal so einfach. So. Sehr schön. Gefällt mir. Vielleicht können wir auch hier noch einen Futterspender unterbringen. Wobei das wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht, wenn sich dann die Dinosaurier im Wald verstecken. Hier können wir mal den Fluss auch noch ein wenig bearbeiten. Oder den See. Hier können wir den connecten. Ah, der ist natürlich nicht auf einer Höhe. Weiß auch nicht, ob mir die Position so gut gefällt. Ich würde den. Na. Wir gucken mal. Wir müssen den auf jeden Fall einmal wegmachen, damit der auf eine Höhe kommt. Auch wenn er eigentlich gerade schon relativ gut aussieht, der See. Aber ich denke mal, das werden wir auch so hinkriegen. So, See weg. Tut mir leid, liebe Dinos. Das Wasser ist verschwunden. Und dann fangen wir mal an. Oha. Okay. Die Höhe ist natürlich jetzt nochmal problematisch. Die Form finde ich eigentlich schon ganz cool. Aber ihr seht ja, das muss ja alles noch drumherum geglättet werden und sowas. Vielleicht können wir ja hier auch noch eine kleine Bucht abgehen lassen. Machen wir hier die Bäume weg, sonst sehen wir wieder nichts. Ja, von der Höhe her kommt das hier gerade alles gar nicht hin. Eieiei. Aber die Form finde ich eigentlich schon ganz cool. Wir müssen nur hier das alles noch anpassen und sowas. Das wird alles sehr viel Fummelarbeit. So, ich habe das jetzt schon mal so ein bisschen geglättet und abgesenkt. Das Ganze ist hier ein bisschen kleiner noch geworden, das Gewässer, aber ich denke mal, von der Größe her ist das schon recht ordentlich und es hat auch eine sehr, sehr coole Form, finde ich. Wenn wir das jetzt hier noch gut mit Bäumen und so verkleiden. Aber bevor wir die Bäume und sowas platzieren, würde ich fast sagen, dass wir hier anfangen, die Route mal zu ziehen von der Strecke. Zumindest ungefähr. Und wir dürfen hier mit der Route nicht zu nah an die Ausbrütdinger ran. Wir könnten auch hier durch den Wald fahren. Ah ne, ich finde das aber eigentlich ganz cool, wenn wir hier lang fahren. So. Und dann würde ich gerne mit der Route einmal um den See herum. Das wird wirklich eine sehr, sehr lange Route. Aber ich werde die definitiv nochmal bearbeiten und sowas. Den ungefähren Verlauf können wir ja schon mal zeichnen. Hier einmal komplett um den See herum. Also das wird wirklich eine sehr, sehr geile Gyrofahrt. Nenne ich sie mal. So, und dann müssen wir eigentlich schon nochmal um diesen ganzen riesigen Berg herum. Vielleicht können wir hier in diesem hinteren Bereich auch nochmal mit Futterspendern und so einem kleinen Wasser oder so, Gewässer oder so arbeiten, dass wir hier auch
noch ein paar Dinosaurier zu sehen bekommen. Weil wäre ja schade, wenn nicht, ne? So, und dann hier zurück. Und dann haben wir die Strecke fertig. Also die ist wirklich gigantisch. Aber die wird, denke ich mal, sehr, sehr cool werden. Ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn man dann hier so rauskommt. Fährt man hier lang. Zu seiner Rechten hat man dann eventuell den ein oder anderen Dinosaurier, der ausgebrütet wird. Und dann geht es hier einmal komplett um den See herum und so weiter. Also das kann, denke ich mal, schon sehr, sehr cool werden. Aber ich würde sagen, wir machen das Ganze in der nächsten Folge weiter, weil das hier wird noch sehr, sehr viel Arbeit, dieses ganze Gebiet. Und wir müssen auf jeden Fall auch gut überlegen, wie wir die Futterspende und sowas platzieren. Aber bevor ich es jetzt vergesse, wir werden jetzt nochmal, oder ich werde jetzt nochmal eben alle Kommentare von euch lesen und die ganzen neuen Dinosaurier hier benennen nach euch und euch dann natürlich auch noch mitteilen, wer denn einer der glücklichen Gallimimusse oder einer der glücklichen Allosauren da hinten ist. Und ich würde sagen, ich bringe euch gleich zurück. So, meine Freunde, ihr seht schon, der Tag nähert sich dem Ende. Die Sonne geht unter und die Gallimimusse sind hier wirklich in einer riesigen Gruppe unterwegs. Und die haben alle einen Namen von mir bekommen. Da hinten ist noch ein Einzelner. Hier streunert noch einer rum. Aber die haben alle einen Namen bekommen. Ihr habt tolle Namensvorschläge wieder in die Kommentare geschrieben. Ich würde sagen, ich blende mal eben alle Kommentare ein, die hier sich in diesem Park verewigt haben. Genau, das sind einmal alle Gallimimusse. Vielen, vielen Dank für die schönen Namensvorschläge. Ihr seht, ich habe sie alle danach benannt. Und das ist schon echt schön mit so einer großen Gruppe, wie die dann wirklich gemeinsam in eine Richtung laufen und sowas. Finde ich schon echt cool. Ist richtig schön anzusehen. Und wenn der ganze Park dann mal irgendwann voll besiedelt ist, wird das schon echt cool werden. Ihr seht schon hier hinten, die Gyrosphäre kommt und die Gallimimusse stehen hier auf der Strecke. Jetzt muss man mal kurz stehen bleiben, geht halt nicht anders. Oder man fährt einfach durch. Nee, okay, er bleibt stehen. Und muss ich jetzt mal eben die Gallimimusse beim Schnattern zuschauen. Aber kommen wir zu den Allosaurussen. Die haben natürlich auch tolle Namensvorschläge von euch bekommen. Da haben wir zum einen in Rot hier Devil. Und als passendes Pendant dazu haben wir hier in Grün Angel. Er rennt gerade weg. Wir klicken ihn mal an. Genau, das sind die beiden Allosaurusse. Also vielen, vielen Dank auch für diese Namensvorschläge. Sind wirklich Devil und Angel tolle Namen. Also finde ich, passen sehr, sehr gut zusammen. Und dann kommen wir natürlich zu guter Letzt zu unseren neuen Dinosauriern in unserem Park. Und da haben wir zum einen Stegosaurusse und zum anderen Keratosaurusse, zwei Stück. Ich werde die gleich freilassen, ich muss nochmal ganz kurz eine Einstellung machen. So, los geht's. Wir haben da zum einen Regenwaldmuster beim Stegosaurus und lebhaftes Muster hier. Ich würde sagen, wir lassen mal eben einen von beiden frei und gucken uns das Muster an. Und da kommt da der Stego. Auch ein sehr, sehr schöner Dinosaurier. Oh, der kleine Hops. Ist das nicht niedlich? Und da rennt er los. Also das war das Regenwaldmuster, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann würde ich sagen, lassen wir nochmal eben einen mit dem lebhaften Muster frei. Schauen wir uns den mal an. Hm, keine Musik für diesen Stegosaurus, warum auch immer. Oh, wie süß der immer hoppelt, das ist echt niedlich. Ah, der ist so ein bisschen rötlich oben an den Zacken. Und ich würde sagen, ich lasse die anderen beiden auch nochmal schnell frei. Das müssen wir uns ja nicht angucken, wie die Skins aussehen. Das haben wir jetzt ja gerade gesehen. Und dann lassen wir nochmal hier einen, den letzten Stegosaurus frei. Das ist ein Waldlandmuster. Ja, der ist so ein bisschen orange-gelblich. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann auch sein, dass es jetzt von der Sonne kommt, weil die Sonne gerade untergeht. Und zu guter Letzt haben wir noch zwei weitere Räuber für unseren Park. Und zwar zwei Keratosauren. Einmal mit dem Regenwaldmuster. Beeindruckender Schrei. Und auch ein sehr, sehr schöner Skin. Aber den kenne ich schon, den benutze ich sehr, sehr häufig, den Skin, weil der mir sehr, sehr gut gefällt. Und da rennt er auch direkt los. Und zu guter Letzt haben wir dann noch den Keratosaurus mit dem Standardmuster, weil ich das auch sehr, sehr gerne mag. Dieses rötlich-schwarz-weiße.
Das war dann der letzte Dinosaurier für heute. Waren ja wieder einige. Ich glaube jetzt 8 Stück oder so. Ja, ich glaube 8 Stück waren es an der Zahl. Und ja, unser Park wird immer besiedelter, wie ihr seht. Also ist echt schön. Und denkt auf jeden Fall daran, für die neuen Stegosauren, also für nicht neun, sondern die neuen, 6 Stück sind es, glaube ich, an der Zahl, schöne Namensvorschläge in die Kommentare zu schreiben. Und natürlich auch hier für die beiden Keratosauren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Das soll es für heute gewesen sein. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut. Euer Dandy.